Willkommen zurück zu Monster Boy and the Cursed Kingdom. Ich bin Eudolf, der Typ. Das ist Frosch, das ist Jin. Also Jin, der Frosch. Jetzt ist er ein Frosch, normalerweise ist er keiner. Aber, hey, wir hätten hier intuitiv in die richtige Richtung gegangen. Wir können jetzt Sachen schlucken und durch die Gegend spucken. Und... Wupp. So. Diese... Gegner sind echt gemein. Lustigerweise habe ich ihn gerade eben... sein... Aha! Oh, geil! So, und noch eine Schriftrolle wiedergefunden. Na komm, wirf. Danke sehr. Weil dann können wir nämlich hier jetzt weiterlaufen. Moment. Komm. So, einmal kurz angegriffen. Moment, dafür muss ich auf jeden Fall Frosch sein, um den hier zu bekommen. Wie komme ich da hin? Nirgends. Okay, dann schlucke ich mal das Ding hier. Das werden wir sicherlich gleich noch irgendwo brauchen. So. Netterweise... Ah, hier brauche ich's. Kann ich hier einfach durchlaufen. Mal ebenso. Das ist, glaube ich, aber nicht der gewohnte Weg. Jetzt hoffe ich, dass ich hier noch irgendwo... Okay, hier habe ich einen Safe-Spot, das ist schon mal gut. Vielleicht habe ich hier drüben nochmal Shops oder irgendwas. Okay, ich springe jetzt einfach gewagterweise runter. So, was hast du denn für eine? Wusstest du, dass die Sphinx... die Sphinx hasst Würstchen. Okay. Oh je. Ich sehe schon... So, was haben wir hier? Wusstest du, die Sphinx hasst Würstchen? Ich dachte, das wissen wir schon. Ach so. Okay, wir werden hier wahrscheinlich nicht hochgekommen. Stelle ich mir die Frage, ob das wirklich ein Weg war, den wir hätten gehen müssen. So, aber nicht nur... nach da, sondern auch nach hier gibt es irgendwas. Moment. Okay, das hat nichts gebracht. Versuch was wert. Ich dachte gerade eben, dass man vielleicht dieses... Stückchen, was ich hier gerade hatte, irgendwie wiederbekomme. Aber Moment, ich bin natürlich auch blöd. Vielleicht ist hier wirklich was, was man auch sehen kann. Womit wir hier irgendwie hochkommen. Oder vielleicht später oder so. Ich schnupper mal ein bisschen. Oh, sieht nicht mehr noch aus. Na gut. Also Lifepoint-mäßig sind wir auf jeden Fall ziemlich schlecht zurzeit. Aber egal. Gehen wir hier mal rein. Herr Besucher, hallo, ich bin die Sphinx. Hallo, Sphinx, ich heiße Jin. Möchtest du diesen Tempel betreten? Klar. Bevor ich dich vorbeilasse, muss ich dir allerdings drei Fragen stellen. So macht man das als Sphinx. Du musst alle drei richtig beantworten, sonst öffne ich diese Türen nicht für dich. Ah, okay. Klingt ganz einfach.
Und wenn nur eine Antwort falsch ist, schmeiß ich dich raus. Wie unhöflich. Tut mir leid, mein Cousin hatte, meine Cousins hatten die Idee. Die Sache etwas, nannten sie das, ach ja, unterhaltsamer zu gestalten. Legen wir also mit der ersten Frage los. Wer war der Wächter der Kristallhöhlen? Das war der uralte Frosch. Richtig, nächste Frage. Wie viele Fangarme hatte der Riesentintenfisch? Also Tintenfisch haben immer 8. Falsche Antwort, wie gesagt, Verlierer haben nichts zu suchen. Versuch später nochmal. Ah, okay. Hab's verstanden. Deswegen auch diese Information mit die Sphinx hasst Würstchen. Nom. Okay, dann hatte das Ding auf jeden Fall 5 Fangarme. Ich dachte, es geht allgemein auf den Oktopus, aber okay. Willkommen zurück, Jin. Bereit für eine Frage schon? Fangen wir direkt an. Wer war der Wächter der Kristallhöhlen? Also der uralte Frosch. Richtig, nächste Frage. Wie viele Fangarme hatte der Riesentintenfisch? Dann waren es 5. Richtig, nächste Frage. Was hasse ich am meisten auf der Welt? Würstchen. Du hast alle meine Fragen richtig beantwortet. Gut gemacht. Wie gesagt, du darfst den Tempel nun betreten. Aber Vorsicht, darin klebt es ein bisschen. Okay. Achso, dein Mund ist jetzt die Tür. Das ist gut zu wissen. Oh, sehr gut. Wir haben 4 Wege zur Auswahl. Wir gehen erstmal den da. Wird das hier irgendwo angegeben? Nee, hier wird nichts angegeben weiter. Außer, dass man hier langlaufen könnte. Hier kommt man geradeaus. Also hier kommt man hoch. Höp. Okay. Man sieht schon, hier ist das Schweinchen dran. Bumm! Oh. So sollte das, glaube ich, nicht aussehen. Aber mal ganz kurz hier unter uns. Erstmal, wo geht's hier runter? Ah, hier runter. Scheibenkleister. Es geht tatsächlich hier noch runter. Jetzt die Frage, wo kommen wir wieder hoch? Ach, ist halb so wild. Hier ist eine Tür. Truhe. Was macht denn diese Boots? Ursprünglich hergestellt für einen besonders flinken Prinzen. Wer sie trägt, kann genau wie er Doppelsprünge ausführen. Geil! Boing, 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 boing. So. Mir ist aber eigentlich nicht aufgefallen, dass hier Lampen sind. Aber okay. Ach, toll. Ganz, ganz toll. Moment, kann ich auch mit dem jetzt Doppelsprünge ausführen? Nee. Ich muss jemanden haben, der die ausrüsten kann. Oh. Hier brauche ich... Einmal noch hier. Okay, mit so einem Move habe ich nicht gerechnet. Au. Und der vergiftet auch noch die olle Sau. Whoop. Macht er diesen Charge? Was macht er jetzt? So. Ab dich. Nom. Ich
mag die Froschgestalt jetzt schon sehr. Muss ich gestehen. Aha. Kann ich meine Life Points wieder auffüllen. Und vor allem meine Zauber. Feuerzauber ist ganz schön. So. Sicher ist sicher. Was haben wir hier? Wir haben hier nämlich auch noch was. Achso, genau. Lebenspunkte auch nochmal gleich wieder auffüllen. So, was haben wir denn hier jetzt? Willst du überspringen? Dann führe den zweiten Sprung aus, sobald der erste den nächsten Punkt erreicht ist. Ja. Das war gemein. Und da meldet sich mein Drucker. Der hat mich gerade richtig gerne. Au! Okay. Das ist so. Nom nom nom. Alles meins. Oh. Sehr schön. Was haben wir denn hier jetzt? I. Okay, lecken darf ich die... Darf ich die Dinger nicht? Hab's verstanden. So. Einmal auf Blitz wechseln. Und BAM! Okay, was passiert jetzt? Ah, okay. In jede Richtung habe ich hier irgendeinen komischen... Irgendwas komisches. So, da oben waren wir schon, ne? Ja, doch, klar. Hier ist dieser Stein habe ich diesen Stein runtergeschmissen. Ist gut zu wissen. So, den Weg haben wir. Das ist fast wie beim Mega Man hier. Woo! Okay. Oh. Das war jetzt nicht so gut. So, jetzt... Springen wir wieder hoch. So, auf ein neues. Nom. Und nom. So. Das ist der Weg, zu dem wir wohl müssen. Achso, Moment. Ich glaube, ich hab's jetzt. Genau, dieser Stein ist nämlich der Trick. Ich glaube, an diesen Stein kommen wir so nicht. Natürlich kommen wir so nicht an diesen Stein. Irgendwas ist hier. Ups. So, hier müssen wir irgendwas als... Aha. Na also. So rum nicht. So rum nicht. So rum. Jetzt haben wir hier einen Weg nach unten. Aber tatsächlich... Bringt ja sowas? Okay, das ist... minimal gefährlich hier. Ah. Ich vergaß, ich habe den Double Jump. So, nom. Jetzt ist wieder alles so, wie es vorher war. Und jetzt... müssen jetzt auch nicht. Jetzt kommen wir zwar raus. Bisschen verwirrt hier gerade.
Moment. Ich glaube schon, dass wir hier lang müssen. Und die Frage ist halt eben nur, was können wir auf diese Art und Weise bezwecken? Ja, irgendwie müssen wir ja... So, jetzt muss es ja hier irgendeine Möglichkeit geben, das Ding zu drehen, würde ich sagen. Ach, ich hab's. So. Und wenn ich jetzt von hier aus wieder leck... Na, zieht er mich hoch. Ich dachte... Oder vielleicht wieder als Schlange? Irgendwie nicht. So, sonst noch irgendwie. Es gibt auf jeden Fall da einen Weg nach unten und es gibt einen Weg nach oben. Aber in die Richtung ist sonst nichts irgendwie. Hier geht's nicht runter. Geht's runter? Achso, ja klar, hier waren wir. Hier gab's aber sonst nichts. Moment. So. Was kann ich hier holen? Jetzt kann ich hier lang. Hier muss ich wieder die Schlange werden. Jetzt kann ich den Weg dann nach unten drehen. Und runter. Und jetzt... Aha. Ist die Frage, was ich damit machen kann. Auf jeden Fall kurzzeitig verschlucken. Das ist gut. Okay, dann muss ich ihn einmal hier. Na komm. Hep, hep. Und nom. Jetzt kann ich hier lang. Aha. Und dreh dich. Nom. Und jetzt kann ich das Ding hier hinlegen. Ah, so geht das. Okay. Jetzt haben wir wieder einen von den zwei, vier Dingern aktiviert. Perfekt. Und aufwärts. Njom. Einmal kurz gespeichert. Und dann geht's hier runter. Oh fuck. Das ist die Passage für den Frosch. Au, 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 au. Das war gefährlich, das war gemein. Wow, 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 wow. Okay. Böse Aktion. Oh, nochmal. Und da kommen auch noch Sachen von oben runter. Fuck, fuck, fuck.
What the? Wie war denn... Wie soll denn das gemacht werden? Also, ich hätte ihm vielleicht seine Bombe greifen können. Da hätte ich runtergemusst. So wäre das gelaufen. Okay. Jetzt habe ich... Höp, hoch da. Abwarten. Und runter da. Ach komm, echt? Das ist echt bitter. Und es kostet mich auch jedes Mal Lebenspunkte. Ich habe ja gehofft, dass wenigstens so etwas ein bisschen freundlicher bleibt. Weit gefehlt. What the? Okay, das hat mich jetzt hart überrascht. Aber okay, passt schon. Runter da. Oh, echt jetzt. Wie dreckig. Und jetzt? Gucken wir doch mal hier rein. Ach cool, ein Trüffel. Ah, fuck. So sollte das nicht aussehen. Ein Blitztrüffel. So, Blitzmagie wurde verstärkt. Klock. Achso, und wieder raus. Es war klar, dass das passiert. Ja, schnell weg hier. Schnell durch hier. Oh, nicht schon wieder. Ah, nee, Glück gehabt. Hier gibt es magisches Zeug. Davon habe ich schon alles. Das ist blöd. Gibt es hier vielleicht noch mehr? Das sieht mir ein bisschen zu unheimlich aus. Ich gehe mal lieber weiter runter. Ha! Ausgezeichnet. Hier kriege ich zumindest nochmal das gute Zeugs. Lifepoint brauche ich jetzt gerade noch nicht. Von daher alles goodie. Ah. Schnuppern wir mal. Nicht. Da kommen wir nicht durch. Schauen wir nochmal ein bisschen weiter. Hier ist sonst nichts. Also hier gibt es zwar den Weg nach links, aber irgendwie ist hier nichts. Ah, Moment. Hier ist doch so eine Fackel. Oi.
dich noch. Yay, geschafft. Glück gehabt. So, was haben wir hier? Irgendein Amulettding? Ein uraltes Schild, der aus kostbaren irdischen Mineralien geschmiedet wurde. Er wirft feste Projektile auf Gegner zurück. Das ist cool, ich glaube, das brauchen wir jetzt. So, ich bin mal gespannt, was es jetzt hier für uns gibt. Okay, meinetwegen. Und was ist mit dir? Wusstest du, dass du dein Schild nach oben halten kannst? Drücke einfach nach oben und halte ihn hoch, um von oben, irgendwie von oben zu schützen. Tatsächlich habe ich das zufällig, also... Nein! Ganz zufällig herausgefunden. Was haben wir hier unten sonst noch? Ach, das ist ein Chamäleon. Kein Wunder, warum ich das Ding immer nicht sehe, bevor es angreift. Ach komm. So. Nein! Oh, wie dreckig dieses Verwirrtsein ist. Vor allem weiß man halt eben, wenn diese Gegner schräg angreifen, auch nicht, ob das jetzt ein Angriff von oben sein soll. Darum, ich lasse es jetzt erstmal auslaufen. Wie zum Henker? Wie zum Henker soll man das denn bitte machen? Sobald man auch nur anfängt loszuspringen. Fuck you. Bums. Nummer 3. Eins haben wir noch offen. Hui. Okay, da ist ein Magier-Shop. Boah. Ich dachte gerade eben, jetzt will er mich hier ein bisschen veräppeln. So, ja, hier bekommt man sonst nichts. Na, das wollte ich doch gar nicht. Aber okay, jetzt habe ich es auch verstanden, was man hier im Endeffekt machen muss. Und zwar muss ich ihn so drehen, dass ich hier irgendwie durchkomme. So, die Kiste ist leicht verlockend. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier weitermachen kann. Ich brauche eine Bombe. Ah, dann gibt es hier wahrscheinlich Bomben drin. Das ist gut. Aber das bedeutet für mich, ich muss hier noch mal ein bisschen weiter. Also irgendwie muss ich ja dann von unten da durchkommen. So geht das ja. Aber da komme ich wieder nicht durch. Also hier muss noch irgendwas anderes sein.
haben wir hier? So, Vorsicht. Der sehr dunkle Gang. Wenn du vorankommen willst, solltest du eine Lichtquelle finden. Okay. Sie fragen, bin ich von da gekommen? Wo bin ich denn? Ja, okay, ich bin von da gekommen. Das heißt, oben ist noch eine Option. So. Und da komme ich auch der Schlange hin. So, erstmal muss ich nämlich als Frosch das Ding so rumdrehen, dass das gerade ist. So. Und jetzt kann ich hier lang wabern als Schlange. So. Hüpf. Und wo komme ich jetzt hin? Ganz nach unten. Okay. Meinetwegen. Aber das passt mir auch sehr gut. Dann kann ich hier zumindest mal wieder so einen Trank kaufen. So. Und wir sehen uns, wie so üblich, in der nächsten Folge von Let's Play Monster Boy and the Cursed Kingdom. Bis zur nächsten Folge.